Herzlich willkommen zur ersten Gabring-Vorlesung, die den Titel Umkämpfte Begriffe, philosophische Perspektiven auf Rassismus, Sexismus, Antisemitismus und so weiter trägt. Wir begrüßen Sie alle in den beiden Hörsälen, nämlich hier in Düsseldorf an der Heinrich-Heine-Universität und in Berlin an der Humboldt-Universität sowie an den Bildschirmen zu Hause, wo Sie uns über Zoom oder über den YouTube-Kanal der Gesellschaft für analytische Philosophie verfolgen können. Schön, dass Sie alle da sind bzw. zuschauen. Mit der Humboldt-Uni und der Heinrich-Heine-Uni und der Gesellschaft für analytische Philosophie, also der GAP, sind auch die Gastgeberinstitutionen benannt. Die Personen, die dahinter stecken, sind Anna Schriefel, meine Kollegin hier in Düsseldorf, die heute aber im Zoom teilnimmt. Hallo, Anna. Außerdem unser Kollege Gerd Keil im Hörsaal in Berlin. Hallo, Gerd. Und ich bin Markus Schrenk. Wir werden aber von einem Team aus studentischen Mitarbeitenden, vornehmlich von Pia Gudehus und Cäcilie Hildebrandt und aus den Medienlabors unserer Unis unterstützt, bei denen wir uns ganz herzlich bedanken wollen. Dankeschön an euch. Die Ringvorlesung ist an zwei Adressatinnengruppen konzipiert. Zum einen als Lehrveranstaltung für Studierende beider Unis und zwar auch mit der Möglichkeit, Verteidigungsnachweise zu erhalten, Abschlussprüfungen abzulegen, und dergleichen mehr. Darauf gehen wir aber im Detail im Anschluss an diese Einführung ein, und zwar individuell offline, dann jeweils vor Ort an den einzelnen Unis. Als erste Ringvorlesung der GAP ist unsere Reihe aber auch ein Angebot für Sie, liebe Mitglieder im Livestream. Die GAP plant mit dieser kollaborativen und hybriden Lehrveranstaltung ein neues Format, das nicht nur die in der Pandemie neu hinzugewonnene Fähigkeit des Livestreams ausnutzt, sondern ebenso die Stärke der analytischen Philosophie zur Geltung bringen möchte, nämlich auch auf stark politisierten, emotionalisierten Themenfelder neugierige, selbstkritische, möglichst ideologieferne und philosophisch solide Debatten zu ermöglichen. Ich habe es eben bereits erwähnt, möchte es dennoch einmal explizit nochmal erwähnen und darauf aufmerksam machen, dass diese Vorlesung per Audio und Video in einen Hörsaal der jeweils anderen Universität übertragen wird, auf YouTube live gestreamt sowie aufgezeichnet und dann später voraussichtlich als überarbeiteter Mitschnitt auch auf YouTube zur Verfügung gestellt wird, auf den Seiten der GAP dort. Wir gehen davon aus, dass Sie mit Ihrer Teilnahme an der Veranstaltung einwilligen in dieses Vorgehen, dass sie gegebenenfalls in Bild und Ton später zu sehen und zu hören sind und auch jetzt schon zu hören und zu sehen sind, gegebenenfalls. Mit dieser Folie, Gerd, gebe ich an dich weiter. Auch von mir aus willkommen zu dieser Ringvorlesung mit bestem Gruß zurück nach Düsseldorf und in den Livestream. Unseren Fahrplan haben Sie eben schon gesehen für die heutige Sitzung. Wenn ihr wieder umstellen wollt, Markus, dass wir die Folien sehen. Begrüßung und sehr wenige organisatorische Dinge sind abgehakt. Sie können dann später dazu noch Fragen stellen. Ich komme zum Punkt 2, zu einführenden Bemerkungen zum Thema der Vorlesung. Der Obertitel ist Umkämpfte Begriffe. Es geht aber nicht um beliebige umkämpfte Begriffe, sondern um diejenigen, die für Arten gruppenbezogener Diskriminierung stehen. Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Transfeindlichkeit und so weiter. Und diese Ismen, wie ich sie im Folgenden nennen werde, werfen innerhalb und außerhalb der Philosophie eine ganze Reihe von Fragen auf. Und nicht alle diese Fragen werden Thema dieser Ringvorlesung sein. Ich nenne zunächst einige, die nicht im Fokus der Vorlesung stehen werden. Da gibt es zum einen moralische Fragen und solche der normativen Ethik. Rassismus etc. sind sicherlich Übel, aber um welche Art von Übel handelt es sich? Das versteht sich nicht von selbst. Dann kann man fragen, mit welchen gesellschaftlichen Missständen diese Übel einhergehen mögen und wie man die Übel am besten bekämpft. Das sind politische Fragen. Weiterhin kann man zu diesen Ismen wissenschaftspolitische und fachpolitische Fragen stellen. Zum Beispiel, wie kann die akademische Philosophie inklusiver werden? Wie kann sie selbstkritischer mit ihrer mangelnden Diversität umgehen?
Diese Fragen werden alle schon andernorts verhandelt. Wir möchten in dieser Veranstaltung primär begriffliche und daran angrenzende metaphilosophische Fragen in den Blick nehmen. Denn die genannten Ismen sind ja ausnahmslos umkämpfte Begriffe. In öffentlichen Debatten ist die Situation häufig, dass eine Person oder eine Äußerung, sagen wir, als antisemitisch oder rassistisch eingestuft wird, dass über diese Einstufung aber Dissens besteht. Es dürfte mittlerweile sogar die Mehrheit der öffentlichen Kontroversen sein, in der die Einstufung selbst der primäre Gegenstand des Streites ist. Es gibt mittlerweile einen weitgehenden gesellschaftlichen Konsens über die moralische Ächtung von Rassismus, Antisemitismus und so weiter. Ich muss meine belegte Stimme entschuldigen, aber mit Mikro geht es, glaube ich, trotzdem. Zugleich, also es gibt diesen weitgehenden Konsens, aber zugleich besteht Uneinigkeit darüber, welche Phänomene unter die besagten Ismen fallen und welche nicht. Oder auch welche darunter fallen sollten und welche nicht. Man könnte sagen, es ist ein Streit um Worte, aber einer um wichtige Worte. Jemanden einen Rassisten zu nennen oder eine Antisemitin zu nennen, ist kein Lob. Das wissen auch alle. Und weil es alle wissen, liefert im öffentlichen Diskurs die Einstufung, die moralische Beurteilung gleich mit. Man muss nicht mehr eigens dazu sagen, dass Antisemitismus moralisch nicht in Ordnung ist. Man kann die Kritik an einem Verhalten oder an einer Äußerung durch die Einstufung ersetzen. Das ist aber antisemitisch, was du da sagst. Und damit ist die Person moralisch automatisch in der Defensive. Das heißt, die Ausgangslage ist, eine Antisemitin hat ein Interesse daran, nicht als Antisemitin zu gelten. Wer kein Antisemit ist, hat ein Interesse daran, nicht fälschlich des Antisemitismus bezichtigt zu werden. Man könnte es so ausdrücken. Die Frage, wer ist Antisemitin, hat genau eine Antwort, auf die sich alle einigen können. Ich nicht. Und in dieser Lage heißt es oft, wir haben es hier mit Begriffspolitik zu tun, mit Kämpfen um Deutungshoheit oder sogar mit dem, was manchmal semantische Kriegsführung heißt. Es gehe gar nicht darum, herauszufinden, was Antisemitismus, Rassismus, Sexismus und so weiter wirklich seien, das sei ohnehin aussichtslos. Es gehe im politischen Raum vielmehr darum, den umstrittenen Begriff passend zu den eigenen gesellschaftspolitischen Überzeugungen zurechtzuschneiden. Nämlich so, dass die jeweils gewünschte Sortierung von eigenen und gegnerischen Positionen herauskommt. Nennen wir diese Perspektive auf umkämpfte Begriffe einmal die Agonale. Sie ist im öffentlichen Raum durchaus verbreitet und sie erklärt, warum oft schon die Ankündigung, man wolle den Begriff des Rassismus oder des Antisemitismus definieren, Misstrauen erzeugt. Der Anfangsverdacht ist nicht selten, das kann nur jemand wollen, der damit bestimmte Positionen entweder diskreditieren oder reinwaschen möchte. Diese agonale Perspektive, also die Reduktion auf einen politischen Kampf um Deutungshoheit über einen Begriff, wollen wir in dieser Ringvorlesung nicht einnehmen. Wir sind hier nicht im Wahlkampf. Wir sind auch nicht beim Kampagnenentwerfen. Wir sind nicht am Stammtisch. Wir sind in der Philosophie. Und zur DNA der Philosophie gehört es, eine klärungs- und aufklärungsorientierte Perspektive einzunehmen. Dabei hat die Philosophie Expertise in Sachen Begriffsklärung. Sie hat aber auch Expertise bei der Klärung normativer Fragen, die mit dem Ausdruck umkämpfte Begriffe mitbezeichnet sind. Und unsere Hoffnung als Veranstalter, dass wir diese beiden Kompetenzen in dieser Ringvorlesung miteinander verbinden können. Das heißt, dass die Philosophie ihre Stärken eines klärungs- und aufklärungsorientierten Diskurses dann am besten zur Geltung bringen kann, wenn sie die begrifflichen Fragen, die Definitionsfragen, nicht zugunsten der agonalen Perspektive beiseite legt, beim Klären aber normative Aspekte mit einbezieht. Diese Veranstaltung verfolgt das Projekt, die schwierigen begrifflichen Abgrenzungsprobleme, die sich bei der Definition der unterschiedlichen Ismen stellen, einmal im Zusammenhang zu erörtern. Dabei wird sich vermutlich zeigen, dass das Projekt der klassischen Begriffsanalyse, also die Suche nach notwendigen und gemeinsam hinreichenden Bedingungen, an Grenzen stößt. Wir werden auf die Frage stoßen,
woran sich bemessen sollte, wie die Grenze zwischen Xmus und Nicht-Xmus jeweils zu ziehen ist. Diese Abgrenzungsfragen, das ist der vorletzte Eintrag auf der Liste, haben auch eine historische Dimension. Deswegen werden wir 3 Sitzungen haben zu Ismen in der Philosophiegeschichte. Dazu wird Anna Schriefel später etwas sagen. Dann stehen da noch 3 Pünktchen, die sollen anzeigen, dass die Aufzählung der Aspekte nicht vollständig ist. Es gibt zum Beispiel auch noch empirische Fragen, etwa psychologische oder sozialwissenschaftliche. Zu denen können PhilosophInnen aus eigener Kompetenz nicht sagen. Es werden aber einzelwissenschaftliche Aspekte ab und zu eine Rolle spielen. Das erste Mal übrigens schon gleich in der nächsten Sitzung, denn das Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, was nächste Woche auf dem Plan steht, stammt ja aus den Sozialwissenschaften, nicht aus der Philosophie. So viel als allererste Vorschau zum Themenfeld. Wir werden das gleich noch etwas inhaltlich auffächern. Ich gebe das Wort zurück nach Düsseldorf. Okay, also auch von mir herzlich willkommen zur Vorlesung. Ich sage jetzt nur ganz kurz, dass wir als Organisatorinnen dieser Ringvorlesung, also Gerd Keil, Markus Schrenk und ich, uns nicht als Expertinnen für die verschiedenen Themen verstehen, die wir behandeln, aber wir haben Expertinnen für jedes dieser einschlägigen Themen eingeladen. Das bedeutet, unsere Gäste sind WissenschaftlerInnen, die teilweise seit Jahren zu dem Thema forschen, das sie hier besprechen und einschlägig dazu publizieren in den einschlägigen Fachzeitschriften. Die Sitzungen werden so aussehen, dass wir jeweils die Hälfte davon einem Vortrag widmen. Manchmal gibt es auch Co-Referate. Und die andere Hälfte der Sitzung ist dann der Diskussion gewidmet. Das bedeutet, wir werden sehr viel Zeit haben, uns miteinander auch auseinanderzusetzen. Und deswegen muss es klare Regeln geben für unsere Diskussion. Das gilt natürlich immer. Das gilt in jedem Seminar, in jedem Philosophie-Seminar, aber ganz besonders für diese Vorlesung, die derart sensible Themen behandelt. Es gilt wie überall, wir werden offen diskutieren, aber sachlich und respektvoll. Und das ist auch deswegen wichtig, weil die Gäste, die wir eingeladen haben, unsere Sprecherinnen, zum Teil selbst von der Gruppenfeindlichkeit betroffen sind, über die sie referieren. Und das gilt natürlich auch für die Studierenden, die an dieser Vorlesung teilnehmen. An der HHU habe ich ins Vorlesungsverzeichnis geschaut und gesehen, es sind wirklich alle Gruppen vertreten, die von den hier diskutierten Menschenfeindlichkeiten betroffen sind. Und es sind natürlich auch Studierende da, die von anderen Typen der Menschenfeindlichkeit betroffen sind, die wir hier gar nicht diskutieren, wie etwa Homophobie oder Ableism. Ich bitte wirklich alle, dies immer im Hinterkopf zu behalten, wenn sie ihre Fragen oder kritischen Einwände formulieren. Dass die Diskussion sachlich sein soll, heißt auch, dass wir Sie alle bitten möchten, die Vorlesung nicht zu nutzen für politischen Protest. Ich persönlich bin eine große Anhängerin von politischem Protest. Sozialer Fortschritt verdankt sich zu großen Teilen politischem Protest. Wir wissen, die Black Liberation Struggles, das Civil Rights Movement, Stonewall, das waren keine Ringvorlesungen. Aber was wir hier machen, ist eine Ringvorlesung. Und deswegen würden wir Sie bitten, Ihre Position inhaltlich vorzutragen und nicht anhand von Protestaktionen, nicht anhand von Transparenten, nicht in Form von Störungen. Dann noch ein weiterer Punkt oder eine weitere Überlegung zum Code of Conduct. Es hat sich seit Sokrates bewährt, dass es für die Wahrheitssuche besonders produktiv ist, wenn ein Dialog zwischen Personen stattfindet, die unterschiedliche Standpunkte vertreten. Wenn Sie in den Dialog treten mit einer Person, die eine Gegenposition zu Ihrer eigenen Meinung vertritt, dann werden Sie von der Person vielleicht nicht immer überzeugt werden, aber dieses Gespräch kann Ihnen dazu dienen, mögliche Schwachstellen in Ihrer eigenen Position zu finden und zu sehen, ob Sie wirklich alle möglichen Gegenargumente bedacht haben. Also ein Dialog mit einer Person, gerade die eine Gegenposition vertritt, ist immer eine Einladung zu lernen. Wir wollten uns die Empfehlungen für produktiven Streit zu eigen machen, die Floris Biskamp formuliert hat. Ich sehe jetzt die Vorlesungen
Ich sehe die Folien jetzt gerade leider nicht. Ah, jetzt sehe ich sie. Ich lese das jetzt einfach vor. Nicht alles ist für Studierende relevant. Manches ist auch für uns als Einladende relevant. Aber ich lese das jetzt einfach vor. Das sind zwei Folien. Bisskamp sagt, ein produktiver Streit wäre möglich, wenn alle Beteiligten die Möglichkeit einräumten, dass sie selbst im Unrecht und die Gegenseite im Recht sein könnte, wenn eine grundlegende Lernbereitschaft vorläge. Diese Lernbereitschaft halte ich für eine der wichtigsten Tugenden in der Philosophie. Wenn man scharfe Kritik nicht direkt mit Forderungen nach Rücktritt, Ausladungen oder Abberufungen verwende, wenn man aus der Tatsache, dass man im Werk einer Autorin Rassismus oder Antisemitismus entdeckt, nicht den Schluss zöge, dass die betreffende Person eine Rassistin oder Antisemitin sein müsste. Und dann sagt er weiter, wenn man andersherum Kritik nicht als persönlichen Angriff deutete, wenn man die andere Seite nicht von vornherein als dumm oder böswillig abqualifizierte, wenn man die Texte der anderen Seite ernsthaft läse und nach ihren Stärken suchte, anstatt sie als Steinbruch für inkriminierende Zitate zu gebrauchen. Ich glaube, das können wir einfach stehen lassen. Jetzt, glaube ich, beginnt die Vorschau für die einzelnen Sitzungen, und ich übergebe an Markus. Wir wissen, dass sich viele Philosophinnen bemüht haben, die Schwierigkeiten im Allgemeinen, die es bei solchen Definitionen oder wie es Carnap nennt, Begriffsexplikationen gibt, diese Schwierigkeiten herauszuarbeiten. Carnap schreibt beispielsweise, die Aufgabe der Begriffsexplikation besteht darin, einen gegebenen, mehr oder weniger unexakten Begriff durch einen exakten zu ersetzen. Er fährt fort, der gegebene Begriff kann der Sprache des Alltags oder einem frühen Stadium der Wissenschaftssprache entnommen sein. Dabei formuliert Carnap allerdings auch Gütekriterien an eine gelingende Explikation, an eine gelingende Definition. Der neu zu definierende Begriff, sagt er, sollte dem alten, intuitiven Begriff ähnlich sein. Denn sonst läuft man ja Gefahr, dass man einen eigentlich ganz neuen Begriff definiert und ihn unter altem Namen einführt. Und sowas kann natürlich dann zu Verwirrungen führen. Carnap sagt weiter, die Definition Explikation sollte idealerweise notwendige und hinreichende Bedingungen formulieren. Bestenfalls möchte man also zum Beispiel so etwas sagen können wie, eine Person ist ein Junggeselle genau dann, wenn sie unverheiratet und männlich ist. Unklarheiten, Mehrdeutigkeiten und Vagheiten, sagt Carnap, sind zu vermeiden. Eine Unklarheit wegen Mehrdeutigkeit könnte bei einer solchen Definition sein, ist mit männlich eigentlich Gender oder das biologische Geschlecht gemeint. Zu vermeidende Vagheiten gibt es in verschiedener Form. Zum Beispiel könnte es unklar sein, zu welchem Grad eine Eigenschaft vorliegen muss. Um bei diesem antiquierten Beispiel des Junggesellen weiterzuspinnen, wie groß muss jemandes Bizeps sein, um ein echter Mann sein zu können? Das ist natürlich ein Spielzeugbeispiel. Dass wir in einer Definition Inkonsistenzen und Zirkularität vermeiden müssen, das ist der nächste Punkt, sollte hinreichend klar sein. Diese Gütekriterien lassen schon Folgendes erahnen. Dass eine Begriffsexplikation nicht nur daran interessiert ist, wie ein Wort de facto verwendet wird, hier hilft eher ein Blick in das Wörterbuch oder vielleicht eine empirische Studie, sondern diese Begriffsexplikationen sollen auch präskriptiv sein. Das heißt, wir wollen auch wissen, wie wir ein Wort am besten verstehen sollten. Nicht, wie wir es tatsächlich oft verstehen, sondern wie wir es am besten verstehen sollten. Und zwar im Hinblick auf ein theoretisches, philosophisches, wissenschaftliches oder eben auch praktisches, politisches oder aktivistisches Ziel. Sie erahnen, wie viele Schwierigkeiten solche Begriffsdefinitionen mit sich bringen können. Und ich will Ihnen jetzt ein paar auflisten. Zum Beispiel scheint es bei vielen Begriffen aussichtslos zu sein, eine einzige Menge je notwendiger Kriterien zu finden. Wittgenstein hat für solche Begriffe den Namen Familienähnlichkeitsbegriffe geprägt. Beispiele sind, ist ein Kunstwerk oder ist ein Spiel. Viel zu divers ist die Menge aller Spiele, als dass man eine einfache Definition für ist ein Spiel finden könnte. Aber es kommt noch dicker.
Die Begriffe, mit denen wir es hier in unserer Vorlesung zu tun haben, sind sogenannte Thick Concepts, ein Begriff, der auf Bernard Williams zurückgeht. Sie haben deskriptive und normative Komponenten. X ist eine Rassistin, Y ist ein Antisemit, sind nicht bloß neutrale deskriptive Zuschreibungen, sondern, wie Gerd es eben schon gesagt hat, evaluative, wertende Aussagen, in diesen Fällen natürlich abwertend. Und ich wiederhole es nochmal, nur völlig irregeleitete Personen sind stolz darauf, Rassistin oder Antisemit zu sein. Vielleicht, weil sie Thick Concepts sind, sind die Begriffe, die wir in dieser Vorlesung unter die Lupe nehmen wollen, auch wesentlich umstrittene, essentially contested concepts, ein Konzept, was auf Galli zurückgeht. Eine vermeintlich oder tatsächlich inkorrekte Verwendung wäre nicht bloß deskriptiv falsch, sondern eben auch moralisch verwerflich, und das reizt daher umso mehr zum Streit. Zu beobachten ist bei solcherlei Begriffen auch der sogenannte Concept Creep. Damit ist das folgende empirisch sehr gut belegte Phänomen gemeint. Ausdrücke wie sexistisch, homophob oder auch traumatisch, das kennen wir vielleicht außerhalb des Kontexts dieser Universität, dieser Vorlesung, traumatisch, werden leichtfertig oder häufig zu häufig verwendet, sodass sie ihre Nuancierung verlieren und damit mehr und mehr auch ihre moralische Kraft einbüßen. Manche Philosophinnen radikalisieren den Versuch der Begriffsexplikation, wie eben bei Carnap kennengelernt, und sprechen sich aktiv für ein Conceptual Engineering aus, bei der absichtlich neue, in der Alltagssprache nicht unbedingt mitgemeinte Bedeutungskomponenten hinzukommen oder hinzugenommen werden. Und zwar auch aus dann wiederum aktivistischen oder politischen Gründen. Eine Person ist eine Frau, nur wenn sie in irgendeiner Dimension wirtschaftlich, politisch, rechtlich und so weiter systematisch untergeordnet ist. Das wäre so eine conceptually engineered position, wie sie etwa von Sally Haslinger vertreten wird. Schließlich möchten wir auch die Frage noch aufwerfen, welche Rolle muss der Einbezug der Perspektive Betroffener spielen? Ist es zum Beispiel essentiell wichtig, dass Jüdinnen und Juden bei der Definition von Antisemitismus beteiligt sind? Frauen bei der Definition von ist eine Frau? Hier also Schwierigkeiten und Perspektiven auf solche Begriffsexplikationen bzw. Definitionen, wie wir es hier vorhaben. Ich beginne mit ein paar Ankündigungen. Viktoria Knoll beispielsweise nimmt sich am 13. Mai in ihrer theoretischen Einführung in metasprachliche Streits ganz konkret diesen Begriff Frau vor. Sie wird die Mehrdeutigkeit des Ausdrucks untersuchen und zwischen einer transexklusiven Sex- und einer transexklusiven Gender-Bedeutung differenzieren. Sie wird aber auch die Grundideen des Conceptual Engineerings vorstellen. Max Kölbel, ebenfalls ein Experte für Conceptual Engagement, wie er es nennt, unterscheidet in derselben Sitzung zwischen einem Begriffe beschreiben und einem Begriffe vorschreiben. Er differenziert zwischen deskriptiven Definitionen und präskriptiven Definitionen. Wie immer man Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und so weiter definiert, ein Kernelement wird oft die als Kernelement wird oft die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit genannt. Und wie kaum ein anderer hat Andreas Zick das Konzept stark gemacht, ausgearbeitet und dazu empirisch geforscht. Wir konnten ihn gewinnen am 22., das ist nächste Woche, hier in Düsseldorf, dazu zu sprechen, zu diesem Thema. Und damit gebe ich wieder zurück an Anna, die uns eine Vorschau auf die beiden Themengebiete Sexismus und Philosophiegeschichte gibt. Und dazu muss ich die Anna wieder groß machen. Hallo Anna. Hallo, danke. Ein kurzer Vorblick auf den Themenblock Sexismus. Da könntest du die nächste Folie einblenden. Zum Thema Sexismus spricht Christine Bratu und sie definiert Sexismus, wenn du die nächste Folie einblendest, als gruppenbezogene Missachtung auf der Grundlage des unterstellten Geschlechts. Die Definition ist interessant. Auch sie schließt an oder klingt in interessanter Weise ähnlich wie etwas, was Sally Haslinger sagt in ihrem wichtigen Aufsatz zur Definition der Frau. Auch dort spricht Haslinger von systematischer Unterordnung
auf der Basis des vermuteten oder wahrgenommenen biologischen Geschlechts. Eine Anschlussfrage, die sich direkt stellt, wenn man Sexismus so definiert, ist, ob Sexismus, so, wenn er so verstanden wird, auch Männer treffen kann. Das ist auch eine Frage, die Christine Bratu wahrscheinlich, hoffentlich aufgreifen wird. Also gibt es Kontexte, in denen man auf Grundlage des unterstellten Geschlechts als männlich gruppenbezogen missachtet wird. Und eine weitere Frage, die sich anschließt, ist, ob diese Definition von Sexismus transinklusiv ist. Also wie drückt sich Sexismus aus, wenn er gegen Transpersonen gerichtet ist? Trifft die Definition dann genauso zu? Also gerade Transfrauen sind ja vielen Problemen ausgesetzt, die ganz exemplarisch für Sexismus gelten. Und dann ist die Frage, ob die Definition einfach deckungsgleich angewendet werden kann. Das leitet über zu unserem Themenblock Transfeindlichkeit. Zum Thema Transfeindlichkeit konnten wir Jen Eickers gewinnen. Jen Eickers ist Postdoc an der Universität Bayreuth und arbeitet dort unter anderem eben auch zur Philosophie von Gender. In Eickers Vortrag geht es um Transfeindlichkeit. Wenn wir an Transfeindlichkeit denken, dann denken wir vielleicht zunächst an Gewalt oder verbale Aggression oder vielleicht an diskriminierende Gesetze. Und Jen Eickers wird diese Definition herausfordern und vorschlagen, dass Transfeindlichkeit auch in sozialen Strukturen verortet sein kann, die insgesamt der binären Geschlechterideologie verpflichtet sind. Und die deswegen unsere sozialen Interaktionen prägen. Vor dem Hintergrund dieser Definition können auch scheinbar unschuldige Interaktionen Transfeindlichkeit. Ich bin gespannt auf die Beispiele, die Jen Eickers dafür anführen wird. Woran man vielleicht sofort denkt, sind die öffentlichen Toiletten, zum Beispiel an der HHU Düsseldorf, wo es gar nicht so einfach ist, genderneutrale Toiletten zu finden. Es gibt nicht-binäre Personen und übrigens auch binäre Transpersonen, die sich bewusst dehydrieren, wenn sie sich im öffentlichen Raum bewegen, damit sie nicht darauf angewiesen sind, eine öffentliche Toilette benutzen zu müssen. Nun würden wir nicht den Architektinnen der HHU Düsseldorf unterstellen, dass sie bewusst transfeindlich vorgehen, aber vielleicht ist das ein Beispiel, das könnten wir Jen Eickers fragen. Damit komme ich zu sprechen auf die drei Vorträge, die sich zur Philosophiegeschichte, die sich der Philosophiegeschichte widmen. Für die Philosophie ist ihre Geschichte ja besonders wichtig oder jedenfalls wichtiger, als das in anderen Fächern der Fall ist. Und für unser Thema ist die Philosophiegeschichte auch deswegen interessant, weil sie uns vielleicht bei der Begriffsschärfung, bei der Begriffsbestimmung helfen kann. Nämlich bei der Frage, ob wir bei Definitionen von Rassismus und Sexismus und so weiter auch die historische Variabilität dieser Begriffe beachten müssen. Und die Frage stellt sich, weil die Phänomene ja historisch variabel sind. Wir beginnen mit einem Vortrag von Peter Adamson zu Sexismus in der Antike. Gerade beim Thema Sexismus ist eine historische Betrachtungsweise sehr interessant, weil man sich ja öfter fragt, war die Welt eigentlich schon immer patriarchal oder sexistisch strukturiert oder war das irgendwann mal anders? Und die griechisch-römische Antike ist für diese Frage interessant, weil es in den Texten und auch Artefakten dieser Zeit auffällig viele Frauenfiguren gibt, die nicht nach heutigen traditionellen Genderrollen leben oder sexistischen Erwartungen entsprechen. Ich habe eine ganz kleine Auswahl hier. Das ganz links, das ist Penthesilea. In den homerischen Epen ist das die Königin der Amazonen. Im Krieg der Trojaner gegen die Griechen zieht sie mit den Trojanern in die Schlacht und wird, das sieht man auf dem zweiten Bild, von Achill getötet. Also nicht von irgendwem, sondern vom wichtigsten Mitglied der griechischen Armee, dem unbesiegbaren Achilleus. Das wird auch nochmal auf dieser Vase genauso dargestellt. Achill tötet Penthesilea. Und dann als zweites Beispiel habe ich Athene auf die Folie eingefügt. Das ist eine Göttin,
die ebenfalls sich am Trojanischen Krieg beteiligt. Diese Frauen, es gibt endlos viel mehr Beispiele für ähnliche Frauenfiguren. Jetzt können wir zur nächsten Folie gehen. Und das ist auch feministischen Schriftstellerinnen nicht entgangen, die die griechisch-römische Antike oft als Fundus benutzen für feministische Literatur, also Fiktion. Interessanterweise sind die antiken Texte oft, haben viel mehr zum Beispiel handlungstragende Frauenfiguren als moderne Adaptionen. Das ist sehr interessant. Und vor diesem Hintergrund, wenn wir zur nächsten Folie gehen, ist es interessant, also nochmal dazu vielleicht, es gibt auch viele intellektuelle Autoritätsfiguren aus der Antike, die Frauen sind, wie zum Beispiel die Dichterin Sappho, Hypatia, eine Mathematikerin der Spätantike und dann Philosophinnen, deren Namen überliefert sind und die ganz selbstverständlich als Autoritäten anerkannt wurden. Und vor diesem Hintergrund ist es eben interessant, dass trotzdem bei philosophischen Schriftstellern wie etwa Aristoteles, aber auch in der medizinischen Literatur, wir zutiefst sexistische Theorien finden, die ganz selbstverständlich von der politischen Unterordnung der Frauen ausgehen und diese Unterordnung auch biologisch begründen, teilweise. Und unsere Frage wäre dann, inwiefern ist das vereinbar? Also inwiefern sind diese sexistischen Annahmen vereinbar mit der Anerkennung von philosophischen oder auch künstlerischen Autoritäten in der Antike? Haben wir es hier mit demselben Sexismus zu tun, der uns heute begegnet, oder ist da etwas grundlegend anders, wenn die intellektuelle Autorität zumindest mancher Frauen nicht in Frage steht? Der zweite philosophiehistorische Vortrag, genau, der zweite philosophiehistorische Vortrag wird gehalten von Andrea Esser, die in Jena einen großen Forschungsbereich leitet zum rassistischen und antisemitischen Erbe in der Philosophie der Neuzeit und dem Idealismus. Und in Andrea Essers Vortrag werden wir uns fragen, was wir tun sollen mit Passagen aus diesen Werken, die klingen wie zum Beispiel das Folgende, wenn wir das einblenden können. Am besten das Ganze direkt einblenden. Genau, das ist ein Zitat von Kant aus der Vorlesung Physische Geographie, die er jahrelang gehalten hat. Kant schreibt: Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist zum Beispiel: Nach welchen Maßstäben sollen wir diese Aussage eigentlich bewerten? Nach unseren? Oder ist das anachronistisch? Und wenn nach unseren, dann nach welchen? Denn zum Beispiel gibt es ja einen Trend, Rassismus als vor allem strukturelles Problem zu sehen. Und inwiefern bilden das Aussagen diesen Typs nahe? Und eine zweite Frage, die sich hier stellt, ist: Es wird ja oft behauptet, Kant oder andere Autoren, die ähnliche Passagen in ihren Werken haben, waren Kinder ihrer Zeit. Und hierzu wird Andrea Esser fragen: Stimmt das eigentlich? Also, wie homogen war der Zeitgeist, von dem die Texte geprägt sind? Gab es Widerspruch oder gab es nicht auch im intellektuellen Diskurs dieser Zeit Alternativen, auf die sich diese Autoren interessanterweise eben nicht beziehen? Der dritte philosophiehistorische Vortrag stammt von Sidonie Kellerer. Da geht es um Antisemitismus bei Heidegger. Sidonie Kellerer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in Köln. Und interessant an Heidegger ist, dass sich in seinem publizierten Werk nur ganz wenige Stellen explizit antisemitisch anhören. Die sind dafür sehr hässlich, aber es sind wenige. Es sind so wenige, dass Kellerer weist darauf hin, vor 11 Jahren Experten noch behaupten können, es fände sich keine einzige antisemitische Zeile in den Schriften des Philosophen. Also hier muss man auf der Folie vielleicht hinzufügen, vor 11 Jahren wurde diese Behauptung aufgestellt. Es hat sich ja einiges getan. Das ist eben ein interessantes Phänomen. Kellerer weist in ihren Arbeiten, und das wird auch in diesem Vortrag so sein, darauf hin, dass Heidegger mit einer gezielt indirekten Ausdrucksweise arbeitet,
und auch seine antisemitischen Ansichten ganz bewusst verklausuliert. Die sind also nur verständlich für Leserinnen, die seinen Code auch entschlüsseln können. Und auch hier stellt sich die Frage, wie wir mit bewusst verschlüsselten Äußerungen umgehen sollen und nach welchem Maßstab wir sie entschlüsseln können. Und bei Heidegger ist philosophiehistorisch noch ein letzter Punkt interessant, nämlich die Frage, wie es ihm gelingen konnte, von den antisemitischen Tendenzen in seinem Werk so gut abzulenken. Auch das ist eine Frage, über die Sidonie Kellerer sprechen wird. Und jetzt gebe ich zurück an Gerd. Zum dritten Teil der Vorschau. Die Vorschau ist übrigens nicht chronologisch, das heißt, sie entspricht nicht der Abfolge der Sitzungen in der Vorlesung. Wenn Sie was zum Vorlesungsplan heute schon wissen möchten, haben Sie dafür zwei Wege. Entweder Sie scannen den QR-Code draußen auf dem Plakat. Eigentlich sind es drei Wege. Oder Sie sind schon im Moodle-Kurs. Und der dritte, Sie gehen in den Moodle-Kurs. Und zum Moodle-Kurs sage ich gleich am Schluss was. Der Moodle-Kurs ist die Plattform, wo wir Ihnen alle Materialien zur Verfügung stellen. Rassismus und Antisemitismus, nicht historischer Teil. Sie wissen vielleicht, dass beim Rassismusbegriff eine in der Forschung diskutierte Frage lautet, wie sich eine einstellungsbezogene Definition zu anderen weiter angelegten Definitionen verhält. Einstellungsbezogen, das heißt auf die Einstellung, zum Beispiel auf die Absichten von SprecherInnen abstellend, ist zum Beispiel das Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, das Andreas Zick uns nächste Woche vorstellen wird. Denn als zentrales Merkmal des Syndroms gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, wie das in der Sozialwissenschaft heißt, gilt die Ideologie der Ungleichwertigkeit. Menschen der betreffenden Gruppe würden als ungleich markiert, weil sie als abweichend von der jeweils eigenen Gruppe wahrgenommen werden. Und diese Markierung als ungleich gehe einher mit unterschiedlichen Formen der Abwertung. Ja, das ist ein einstellungsbezogenes Verständnis und an solchen Verständnissen wird kritisiert, dass sie Phänomene nicht erfassen können, die sich nicht darin erschöpfen, dass bestimmte Menschen bestimmte Einstellungen gegenüber anderen Menschen haben. Sie beispielsweise nicht leiden können oder sie als minderwertig ansehen. Es gibt einen berühmten Aufsatz von Tommy Shelby mit dem Titel Is Racism in the Heart? Und die suggerierte Antwort ist nein oder jedenfalls nicht allein. Manche sagen, Rassismus sei primär eine gesellschaftliche Praxis. Manche sagen, Rassismus sei eine Ideologie. Dann stellt sich die Frage, nach welchem Verständnis von Ideologie? Reicht beispielsweise ein unkritisch reproduziertes Denkmuster? Dann gibt es noch die Begriffe des strukturellen Rassismus und des institutionellen Rassismus. Und es scheint so zu sein, dass Strukturen, Institutionen, Regeln, die faktisch Menschengruppen benachteiligen oder ausschließen, keine aktuellen feindlichen Einstellungen erfordern. Eine begriffliche Metafrage ist dann diese: Sind alle Phänomene, die unter Rassismus subsumiert werden, sind die Spezies eines gemeinsamen Genus? Fallen die alle unter den gleichen Oberbegriff? Erstmal sollte man denken, ja natürlich, hier ist der Oberbegriff Rassismus und dann gibt es die Art und die Art. Gibt es eine Kernbedeutung von Rassismus, die sich dann spezifizieren lässt mit Hilfe von Adjektiven oder verhält es sich anders? Und das ist ja, super interessant, weil wenn Sie oben so definiert haben, dass Rassismus primär eine Einstellung ist, dann können die anderen, zum Beispiel die wirkungsbezogenen Verständnisse, nicht davon abzweigen. Darum ist das ja, einfach so von der Begriffslogik her, muss man sich sehr früh entscheiden, wofür soll eigentlich der Oberbegriff stehen? Gibt es überhaupt einen gemeinsamen Oberbegriff oder ist das nur ein lexikografischer Zufall, dass da überall Rassismus drüber steht? Wir haben zu diesem Komplex an Bord Christina Lepold und Daniel James, die beide seit Jahren dazu arbeiten und publizieren. Faktisch werden wir sogar vier Beiträge haben von den beiden, denn Daniel wird den Vortrag von Christina kommentieren und umgekehrt. Was jetzt die Antisemitismusdefinition betrifft, so ist einiges parallel, zum Beispiel
Thick Concepts oder auch, dass sie wesentlich umstritten sind. Es gibt aber auch ein paar Besonderheiten. Und ich möchte zwei Besonderheiten nennen, die Antisemitismus von den anderen Ismen unterscheidet. Da ist die erste Besonderheit, dass es eine Reihe von quasi offiziellen Definitionen gibt, also von solchen, die Institutionen oder Gremien erarbeitet haben und die sich, also Definitionen, auf die sich politische Akteure berufen. Wir sehen vielleicht mal drei davon. Das sind die, die Sie vielleicht auch schon mal gehört haben. Sie sehen eigentlich nur die Namen jetzt der Definition, nicht die Definition selber. Nehmen wir mal die erste, die IRA. Definition International Holocaust Remembrance Alliance. Die Hochschulrektorenkonferenz, also der Club der Präsidien der deutschen Hochschulen, hat sich auf diese Definition berufen und sie hat eine Stellungnahme des Inhalts rausgegeben, dass sie diese Definition an allen deutschen Hochschulen etabliert sehen möchte. Das war der Wortlaut. Wir wollen das etabliert sehen. Diese Stellungnahme der Rektorenkonferenz ist kritisiert worden als Kompetenzüberschreitung. Zu Recht, wie ich finde. Denn es ist sicherlich nicht die Aufgabe von Hochschulrektoren, Sprachregelungen zu erlassen zu politisch umstrittenen Begriffen. Ja, das ist die erste Besonderheit, dass es halt eine Reihe von Gruppen erarbeiteten, halboffiziellen Definitionen schon gibt, mit denen man sich dann auch auseinandersetzen möchte. Eine zweite Besonderheit des Antisemitismusbegriffs gegenüber den anderen Ismen ist die Kontrastklasse, also diejenigen Nachbarphänomene, von denen der Ismus abgegrenzt werden soll. Und das ist hier ein bisschen anders, wie Sie natürlich wissen, denn beim Antisemitismus lauten die Stichworte Antizionismus und Kritik an der Regierungspolitik des Staates Israel. Nun gibt es in der Sozialwissenschaft auch das Konzept des israelbezogenen Antisemitismus. Es gibt eigene Skalen dafür. Und um den Titel unserer Vorlesung zu illustrieren, bräuchte man eigentlich nur eine einzige Frage. Wie ist, also umkämpfte Begriffe, Antisemitismus, wie ist legitime Kritik an der aktuellen Politik des mehrheitlich jüdischen Staates abzugrenzen von einer Kritik, die Verallgemeinerungen über Juden versteckt hinter Israel-Kritik? Damit können Sie mühelos eine Tischgesellschaft sprengen und auch manchen Freundeskreis, weil die Stakes so hoch sind. Wir haben zu den verschiedenen Antisemitismusdefinitionen einen hocheinschlägigen Experten, Peter Ulrich vom Berliner Zentrum für Antisemitismusforschung. Der hat vor wenigen Wochen den Sammelband Was ist Antisemitismus mit herausgegeben und der fächert die ganzen Begriffsklärungsprobleme wunderbar auf aus einer primär sozialwissenschaftlichen, aber doch auch halb philosophischen Perspektive. Eine eher gesellschaftspolitische Perspektive beisteuern wird Achim Dörfer. Achim Dörfer hat rechtshistorisch gearbeitet zum Versagen der deutschen Justiz nach 1945. Und er hat sich außerdem seit mehr als 20 Jahren als Vorsitzender der liberalen türkisch-deutschen Vereinigung engagiert für den jüdisch-muslimischen Dialog. Und Achim Dörfer kann deswegen auch aus der Praxis über das Verhältnis zwischen Antisemitismus und antimuslimischem Rassismus berichten. Das war auch schon unsere Vorschau auf das Programm der Vorlesung. Wir sind selber gespannt auf die Vorträge und auf die Diskussion mit Ihnen. Markus, Anna und ich haben in der Vorbereitung so viel Sorge gehabt, dass wir uns verquasseln in der Einführungssitzung, dass wir uns alle drei sehr diszipliniert haben mit dem Effekt, dass wir nun noch ein bisschen Zeit übrig haben. Ich nutze die ersten 2 Minuten dieser Zeit, aber dann sind wirklich Sie dran, um auf den Moodle-Kurs einzugehen. Also diejenigen, die hier bei uns an der HU eingeschrieben sind, kennen das schon. Dieser Moodle-Kurs ist aber auch offen für die Düsseldorfer. Das ist unsere Lehr- und Lernplattform hier. Und die nutzen wir für 3 Funktionen. Erstens, wir stellen Ihnen Materialien zur Verfügung, zum Beispiel Folien oder den Vorlesungsplan. Zweitens, es ist unser Kommunikationsweg. Wir können also Ihnen Nachrichten schicken, Ankündigungen, Änderungen.
Und drittens gibt es im Moodle-Kurs ein Forum. Und das können Sie selber bespielen. Das heißt, Sie können innerhalb von Moodle untereinander Threads anfangen. Sie können Moodle als Diskussionsforum nutzen. Wer von denen, die jetzt hier sind in Berlin, ist denn noch nicht in diesem Kurs? Wissen Sie, wie Sie da reinkommen? Sie gehen auf HU Agnes, das ist unser Vorlesungsverzeichnis, und dann suchen Sie die Veranstaltung, indem Sie einfach den Titel eingeben. Und das war es auch schon, dann können Sie sich nämlich selber einschreiben. Im Moment ist dieser Moodle-Kurs noch frei zur Selbsteinschreibung ohne Kursschlüssel. Ich will nicht sagen, dass das so bleibt, aber im Moment ist das noch so, also können Sie sich da selber einschreiben. Für diejenigen, die keinen HU-Account haben, die also jetzt nicht in Berlin eingeschrieben sind, ist ein bisschen schwieriger. Da muss man nämlich erst einen Gast-Account anlegen. Das werden Sie dann sehen. Aber Markus, ihr habt euch zu großen Teilen schon eingeschrieben in Düsseldorf und ihr könnt die Info darüber, wie das geht, auch lokal distribuieren. So, ja, offene Fragen. Also einerseits zur Konzeption der Vorlesung, dann auch vielleicht organisatorische Fragen, wobei ich dazu sagen möchte, dass diejenigen organisatorischen Fragen, die nur einen der beiden Standorte betreffen, also Anrechenbarkeit, Studienpunktvergabe, ÜWP und so weiter, das machen wir nicht jetzt, sondern ganz am Ende der Sitzung, wenn wir nämlich den Stream beendet haben und die beiden Auditorien Düsseldorf und Berlin separat sind. Ja, jetzt gibt es Gelegenheit zu Rückfragen. Logistisch wird das in jeder Sitzung herausfordernd sein, weil wir drei verschiedene Auditorien haben, nämlich Berlin, Düsseldorf und wir haben noch den Chat in Zoom. Und die Kolleginnen und Kollegen in Düsseldorf supervidieren den Chat in Zoom und werden auch dazu dann immer mal Fragen dran nehmen. Und wahrscheinlich werden wir es so machen, dass wir immer so zwei Düsseldorf, zwei Berlin, zwei Chat. Das müssen wir einfach mal ausprobieren. Gut, dann machen wir Schluss für heute. Danke.